Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Heute geht es um das Xiaomi Redmi 7a. Beziehungsweise, darf man ja eigentlich gar nicht mal Xiaomi Redmi sagen. Heute geht es um das Redmi 7a. Ist nicht das günstigste Gerät von Xiaomi. Obwohl die 7 oder 6 oder 5a-Serie ja eigentlich immer das günstigste Telefon von Xiaomi bezeichnete. Oder von Redmi. Ist es ja aktuell das Redmi Go. Das ist ja wirklich das allergünstigste. Aber das Redmi 7a, das kommt dann direkt drüber. Also heute das zweitgünstigste Telefon von Redmi. Hatte ich jetzt letzten Tage im Alltag getestet. War also mein Daily Driver gewesen. Die Kamera ausprobiert, Benchmarks drüber laufen lassen, WhatsApp installiert, E-Mail-Clients installiert, habe mit Web gesurft, wie sich das natürlich gehört. Und sogar telefoniert. Naja, das mache ich auch ab und zu noch. Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass das Gerät schlecht ist, weil es günstig ist. Ob man das wirklich so pauschal sagen kann oder nicht. Das erkläre ich euch direkt nach dem Intro. Viel Spaß. Schön. Aber bevor wir beginnen, uns das Gerät näher anzuschauen, müssen wir erstmal klären, was genau bedeutet eigentlich günstig. Ich denke mal, definitiv im Preisbereich unter 100 Euro. Gleich zu erwähnen, es gibt verschiedene Speicherausbaustufen. Zwei. Eigentlich nur eine, die wirklich attraktiv ist, finde ich zumindest. Eine, die totaler Blödsinn ist und eine, die man zur Not auch noch wählen könnte. Ich verlinke euch das Angebot zu Gearbest unten in der Videobeschreibung, aber auch zu Amazon und Co. Schön. Also, jetzt nehmen wir aber erstmal Gearbest-Preise. 80 Euro und 54 Cent für die Version 2 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Festspeicher. Für 89 Euro, also gerade mal 9 Euro mehr, bekommt man allerdings die Version mit 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Festspeicher. Und dann habe ich bei Banggood noch eine Version gefunden mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Festspeicher. Allerdings für einen Preis von 150 Euronen. Teuronen in dem Falle, weil da bekommt man ja schon das Redmi 7, also total unattraktiv. Schön. Deshalb meinte ich eine, die finde ich irgendwie unsinnig. Falls die irgendwie mal in Flash Sale landet und auch irgendwie attraktiv, dann verlinke ich euch das auf meiner Website moschus.de. Aber im Moment finde ich das irgendwie blödsinnig. Das Display ist 5,45 Zoll groß, wird von Corning Gorilla Glas geschützt und löst mit HD Plus auf. In dem Fall 1440x720 Pixel. Als SoC kommt ein Schnappdrache zum Einsatz. Und zwar der 439er mit einem Octa-Core-Prozessor mit maximal 2 GHz sowie der Adreno 505 Grafikeinheit. Den Speicher und den Festspeicher hatten wir gerade. Festspeicher lässt sich erweitern per MicroSD-Karte. Laut Datenblatt bis 256 GB getestet. Mit 128 GB funktioniert wunderbar. Bluetooth 4.2, GPS, Wi-Fi und LTE sind natürlich an Bord. LTE dank International, dank Global, auch Band 20. Es sind genauer gesagt die Bänder 1, 3, 5, 28. Der Akku misst erfreulich 4000 mAh geladen wird über Micro-USB und als Betriebssystem kommt natürlich Android 9 zum Einsatz. Und das heißt natürlich, es ist eben Android 9, allerdings mit der hauseigenen Oberfläche MIUI. Und zwar 10. Die Hauptkamera ist tatsächlich eine einzelne Kamera mit einer Auflösung von 13 Megapixel und die Frontkamera, die löst dann mit 5 auf. Wie wir das bei Xiaomi im Low-Budget-Bereich gewohnt sind, gibt es auch bei dem 7a keinen Fingerabdruckscanner und geladen wird eben über Micro-USB, noch nicht über USB-C. Das wird bei Xiaomi noch ein bisschen dauern, bis das im Low-Budget-Bereich auch angekommen ist. Wir haben ein Gesamtgewicht von 166 Gramm und 84 Grämmchen sowie eine Gerätestärke von 9,5 mm. Sehr leicht, die Stärke ist aber eher okay, im okay-Bereich. Habe ich vorhin mit den Katzen noch ausdiskutiert und wir sind dann praktisch zu dritt zu dem Schluss gekommen, dass das Gerät doch recht kompakt ist. Haben die voll Spuren hinterlassen. Da, für die Ewigkeit, die Katzen verewigt hier im Displayglas, reingebrannt ins Corning Gorilla Glas. Das können die Katzen, andere können das nicht. Damit ist das jetzt ein Sammlerstück und wird bei eBay fürs 10-fache versteigert. Ihr könnt natürlich mitmachen und auch gerne aufs 12-fache hochgehen. Würde mich freuen, unterstützt meinen Kanal sehr. Das Gehäuse ist ein Plastik-Unibody. Klingt jetzt erstmal billig, ist es auch. Allerdings sehr gut verarbeitet, liegt sehr gut in der Hand. Es ist ein Unibody, damit keine Spaltmaße, alles ist aus einem Guss, könnte man sagen, aus einem fetten Stück Plastik rausgelutscht. Hier die Dualkamera, die schaut wirklich nur ganz minimal aus dem Gehäuse raus. Eigentlich zu verzeihen. Das CE-Zeichen fest mit dem Gehäuse verbunden, so wie das unsere deutsche Bürokratie auch verlangt. Hier Redmi, ja nur noch designed by Xiaomi. Xiaomi darf man ja eigentlich in dem Zusammenhang ja kaum noch nennen. Ich mach's trotzdem. Hier auf der rechten Seite, nee, das ist ja nicht die linke Seite. Ach, die Links-Rechts-Schwäche, ne? Holt mich immer wieder ein. Haben wir hier einen SIM-Schlitten. Dann auf der tatsächlich echten rechten Seite, da haben wir ein Power-On-Taster. Und die Lautstärke wird gut erreichbar. Sehr guter Druckpunkt. Sitzen straffen Gehäuse. Als wären die da halt mit rausgelutscht worden. Untere Seite, Mikrofon, Micro-USB-Anschluss sowie ein Lautsprecher, ein einzelner. Und obere Seite, zweites Mikrofon, im Low-Budget-Bereich sehr selten. Und ein 3,5 mm Klinkenanschluss, das ist okay. Hörmuschel, Frontkamera, Redmi, mit jeder Bescheid weiß. Man hat nur die billige Version eines Xiaomi-Gerätes.
Eins vorweg, auch wenn das jetzt das Low-Budget-Gerät hier von Xiaomi ist, beziehungsweise von Redmi, ist es nicht das beste Angebot der Welt. Also gerade im Bereich unter 100 Euro findet man immer wieder mal sehr attraktive Geräte. Allerdings der wahre Booster, ich meine, gut, das ist ein Schnapptache drin. Meistens verbauen die chinesischen Brands ja eigentlich eher MediaTek, aber da gibt es inzwischen gerade bei den Helio-Reihen auch vernünftige Sachen. Das finde ich voll konkurrenzfähig. Überhaupt gar kein Problem. Man findet zum Beispiel auch Full-HD-Displays im unter 100-Euro-Bereich. Aber die wahre Stärke von dem Gerät, dazu kommen wir noch später. Das will ich jetzt nicht spoilern, damit ihr gezwungen seid, das Video weiterzuschauen. Das sind jetzt meine fiesen geheimen Marketing-Tricks, von denen ihr nichts wissen sollt. Schön. Also hier MIUI, hier die Seite mit Suchleiste, Verknüpfungen und ein paar Tools. Kurze Notizen werden ja angezeigt, wenn wir welche hätten. Und hier unten die Kalender. Und man kann sie jetzt auch noch individualisieren, diese Seite. Das ist der ganz persönliche Feed. Ansonsten haben wir natürlich hier alles auf den Desktop abgelegt, denn ein App-Drawer gibt es nicht. Das Gerät ist auf jeden Fall so kompakt, das habt ihr mittlerweile auch mitbekommen, ich halte es an der Hand, dass es auch für kleinere Hände geeignet ist. Wir waren stehen geblieben bei MIUI, haben aber das Display übersprungen, das ist ja traditionell vorher dran. Wir haben die, kann man ja sagen, inzwischen klassische HD-Plus-Auflösung, IPS, Blickwinkel stabil, die Farbwiedergabe, die seht ihr, die ist ganz wunderbar. Und dadurch, dass die Displayfläche aber hier ein bisschen kleiner ist, macht sich HD-Plus natürlich noch positiv bemerkbar. Ne? Die Auflösung, also die Pixeldichte erhöht sich dadurch ja. Und man sieht es ja jetzt auch, wo ich so nah ran bin, das Display, das ist schön scharf. In dem Preisbereich, ich erwähnte es ja schon, bekommt man durchaus auch ältere Geräte, die dann Full-HD mitbringen. Aber das Bild ist trotzdem geil. Bam, deal with it in your face. Blickwinkelstabilität, haben wir kurz gezeigt. Wie gesagt, IPS, daher passt das auch. In dem Preisbereich kann man eigentlich nicht mehr verlangen. Man kann es versuchen und sicherlich bekommt man es auch hin, gerade wenn man ab und zu mal die Artikel auf meiner Website sich durchliest. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Schnitt in dem Preisbereich. Und ich erwähnte es ja auch schon, die wahre Stärke von dem Gerät kommt erst noch. Ich sage aber nicht wann. Eigentlich gibt es zwei Stärken, fällt mir da gerade mal ein. So. Die maximale Lichtbehelligkeit ist mit 301 Lux eher bescheiden. Eher bescheiden, zumindest wenn man das jetzt so international vergleicht. Ach, international, wenn man das mit anderen Geräten vergleicht, die ich hier sonst immer so teste, müsste man schon festhalten, ist schon eher niedriger Wert. Für 80-Euro-Telefon ist es aber letztendlich okay. Da geht das schon klar, da merkt, hat man jetzt keinen Abstrich. Ja klar, wenn man draußen ist bei direkter Sonneneinstrahlung, der wird schon eng. Aber ansonsten finde ich das Display super. Wie gesagt, es ist schön scharf, die Farbwiedergabe, die ist ganz fantastisch. Passt. Und natürlich ist auch alles schön kompakt. Wunderbar, was machen wir als nächstes? MIUI. Gehen wir hier mal mein Gerät. Es ist MIUI in dem Falle in der Version 2 GB. Nee. 10.2.5. Stable. Natürlich mit den aktuellen Sicherheitspatches. 1. Juli 2019. Das geht voll in Ordnung. Rechtlichen Hinweise, die werde ich euch jetzt alle vorlesen. Nee, machen wir nicht. Dann machen wir mal später eine schöne Lesestunde. Alle zusammen im Livestream. Ja, wir lesen uns mal alle rechtlichen Hinweise durch, die Redmi hier so veröffentlicht hat. MIUI ist eine hauseigene Oberfläche, die hier über Android 9 drüber gebügelt wird. Es gibt einige kosmetische Veränderungen, das habt ihr schon gesehen. Wir haben schon öfter drüber gesprochen, zum Beispiel die Benachrichtigungsleiste sowie die Schnelleinstellungen. Wurde hier alles grafisch ein bisschen verändert. Es gibt keinen App-Drawer. Wenn wir uns ein Einstellungsmenü umschauen, sehen wir auch, dass die Anordnung der üblichen Einstellungen doch etwas verändert ist und dass man manche Einstellungen dann woanders findet. Zum Beispiel unter mehr. Aber, also ich kann auch hier den Hinweis geben, wenn man irgendwas nicht findet, erstmal unter weitere Einstellungen nachschauen. Zum Beispiel eben sichern und wiederherstellen. Darüber hatten wir irgendwie erst kürzlich gesprochen. Notfall SOS kann man hier einstellen. Das dürfte es im Android, im Stock gibt es ja glaube ich nicht. Man kann Rechte verteilen für einzelne Apps. Das ist dann hier auch alles wunderbar sortiert. Hier die App-Berechtigungen dann jeweils. Aber gut, das gibt es im Stock auch. Auto-Start kann man sich einstellen. Dual-Apps kann man hier aktivieren, beziehungsweise einzelne Apps damit klonen, wenn man das halt aus Gründen noch immer benötigt. Man kann auch das ganze System klonen, wenn man lustig ist. Das wird dann hier auch wahrscheinlich mit der Leistung dann ein bisschen, mit dem Speicher wird es dann, glaube ich, noch ein bisschen knapper. Man kann hier unter Display auch einiges einstellen. Wir können Lesemodus aktivieren. Das heißt, da wird der Blaulichtanteil ein bisschen rausgefiltert. Kontraste und Farben, da kann man das hier sich ganz individuell einstellen, wenn man lustig ist, das Display. Helligkeit kann man sich natürlich auch einstellen. Dark-Modus ist ein bisschen dunkler, finde ich, macht beim IPS-Display nicht so viel Sinn. Adaptive Helligkeit ist dann hier unter Helligkeit, das muss man auch wissen, ja, automatisch Helligkeit. Da ist also ein Lichtsensor im Rahmen verbaut, der das Umgebungslicht misst und automatisch Display-Helligkeit anpasst. Ja, als Geste hier zum Beispiel auch unter Display, als kleines Beispiel dafür, dass die Funktionen gerne mal woanders sind. Das heißt, wenn man das Gerät anhebt, dann wird automatisch das Display aktiviert und man befindet sich im Sperrbildschirm, kann man zum Beispiel die Uhrzeit ablesen. So viel hier zum MIUI, ein ganzer Auszug dazu. Ich kann jetzt nicht alles darüber erzählen, dann wird das Video noch länger, als es schon gewöhnlich wird. Es sind natürlich auch ein paar Apps ausgetauscht worden. Das heißt, ein paar eigentlich alle. Individualisierte SMS-App, Telefonie-App und immer so weiter und Kamera-App selbstverständlich auch. Aber alles übersetzt auf Deutsch. Das habt ihr aber eigentlich schon gesehen. Das kann ich mir schenken an der Stelle. LTE Band 20 haben wir ja auch. Und das Ding akzeptiert natürlich auch jede SIM-Karte. Kurz gesagt, wir haben Vollkompatibilität. Es handelt sich ja immerhin um die Global. Weil Global auch für europäischen Markt gedacht. International. Asiatischer Raum.
Wo war ich stehen geblieben? Benchmarks. Erstmal mit Antutu mit 74.602 Punkten, weiter mit Geekbench, 847 im Single-Core und 3020 im Multicore. Dann Work 2.0 Performance Test misst ihr die Arbeitsleistung von dem Gerät, 4.594 Punkte, und 3D-Mark misst die Gaming-Leistung von dem Gerät, hier 13.289 Punkte im Eistom Unlimited sowie Eistom Extreme mit 8.161 Punkte. Slingshot 822, sogar beide kompatibel. Slingshot Extreme OpenGL 447 sowie Vulkan 497. Lese- und Schreibwerte von den internen Speicher, die in dem Preisbereich echt ganz okay sind. Und zu guter Letzt der Work 2.0, nicht zu guter Letzt, danach kommt noch ein anderer Test, der GPS-Test. Aber jetzt erstmal der Work 2.0 Battery Life-Test. Das ist der Work 2.0 Performance-Test, der in Endlosschleife läuft, solange bis der Akku runter ist, der Rest wird hochgerechnet. Wir kommen auf eine konstante Arbeitszeit von 15 Stunden und 8 Minuten, kurz ungefähr runtergerechnet 15 Stunden. Was soll ich sagen? Für 89 Euro bzw. 80 Euro Telefon ist das hier ein echt unglaublicher Wert. Das ist in dem Preisbereich sehr selten anzutreffen. 15 Stunden reicht für einen durchschnittlichen User mindestens 2 Tage. Und auch der Power-User kann sich mit dem Gerät hier bespaßen. Es ist natürlich die Frage, ob ein Power-User sich so ein Low-Budget-Telefon kauft. Hier noch der GPS-Test. Der Fix kommt instant innerhalb von ein paar Sekunden. Genauigkeit von 3 Metern, das ist super Genauigkeit. Quatsch, Bewegung 0 stimmt auch. 20 in Sicht, das waren sogar viel mehr. Das schwankte dann so ein bisschen. Da waren bis zu über 40 ging das hoch. 11 Nutzung, das ist alles okay. Auf jeden Fall sehr schnell, sehr genau, wunderbar. Die Google Play Protect Zertifizierung liegt im Übrigen vor. Das Gerät ist zertifiziert. DRM Info liefert uns hier keine große Überraschung. Level 3. Und wir gehen mal zur Kamera. Den Teil, den ich bereits gefilmt und dann allerdings festgestellt habe, dass die Kamera nicht mitlief. Ich hasse das, wenn meine Kamera nicht mitläuft, weil ich rede ja auch damit niemanden. Aber zurück zum Thema. Hier unter guten Lichtbedingungen kann man durchaus das ein oder andere hochwertige Selfie einfangen. Allerdings ist das habe ich jetzt hier im Studio gemacht, dann das allerdings nicht, dann das Schlechtere. Und dann kackt die Kamera ganz schnell aufs Brett. Wir sehen, hier mangelt es jetzt ganz krass an Schärfe und es rauscht auch ein bisschen. Also es liegt natürlich auch daran, dass durch die höhere Belichtungszeit natürlich das Bild eher zum Verwackeln neigt. Aber insgesamt bin ich trotzdem zufrieden. Also ihr schaut euch das mal rein. Ich präsentiere euch wie immer die Bilder natürlich dann, beziehungsweise eine ausgewählte Auswahl von Bildern direkt im Anschluss an eurem Bildschirm. Aber bis dahin gehen wir die Bilder noch ganz schnell durch. Hier erstmal noch ein paar Testfotos aus dem Unboxing. Hier hatten wir die Makroleistung unter Studiobedingungen ein bisschen getestet und sind schon zu dem Schluss gekommen, dass alle Bilder auf der Seite sind. Aber mit der Qualität kann man sich durchaus einverstanden erklären, vor allem in dem Preisbereich. Aber nun, Außenaufnahmen. Passt auf, wo? Ja, hier. Also, das sieht ja erstmal schon echt der Hammer aus. Ja klar, das war jetzt hier gutes Wetter gewesen, aber trotzdem ändert das nichts daran. Wir dürfen nicht vergessen, es kostet 80 bis 90 Euro. Ach ja, und bevor ich es erwähnte, ich hatte ja gesagt, hier, da, der Hammer. Das ist echt Xiaomi und Low Budget. Da ist einfach die beste Kamera immer verbaut, die man sich vorstellen kann. Also von der Farbwiedergabe her, wenn wir uns das hier mal anschauen. Low Light Performance oder auch Weißabgleich und natürlich der Dynamikumfang. Hier auch Video. Das ist jetzt nicht unbedingt irgendwas Besonderes, aber in dem Preisbereich muss man sagen, absolut top Videoqualität. Ja, stellt euch mal an. Zeige ich euch auch gleich noch. Wenn wir uns hier mal so ein bisschen die Baumkronen ansehen, sehen wir, ja, Dynamikumfang ist natürlich nie mit einem 1.000-Euro-Telefon vergleichbar. Aber das ist schon richtig nice. Hier, und das sieht sich dann hier auch sofort. Hier, das ist dann natürlich alles ein bisschen unter guten Wetterbedingungen fotografiert. Aber keine Sorge, Lowlight kommt auch gleich noch hier mit Tiefen und Schärfe gespielt. Und das hat er nicht nur gut hinbekommen. Schaut euch mal den Baum an. Baum! Wunderbar. Ja, also Makroleistung ist ja auch ganz fantastisch. Hier auch nochmal gezeigt, dass der Weißabgleich auch richtig gut funktioniert. Der Autofokus funktioniert auch ganz fantastisch. Alle Bilder sind scharf geworden, da musste ich nichts doppelt knipsen. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie zum Beispiel hier, sehen wir, dass die Kamera echt noch richtig gut Bilder abliefert und jetzt nichts übelst krass abgedunkelt wird. Also Dynamikumfang wird man in dem Preisbereich auch echt kaum was Besseres finden, selbst unter schwierigen Lichtbedingungen. Auch das hier zum Beispiel, zieht euch das mal rein. Ja, das ist ja auch nicht gerade so einfach gewesen für die Kamera, aber hier das rote Gebäude, das ist noch richtig gut sichtbar. Das wurde nicht komplett abgedunkelt. Und auf der anderen Seite sehen wir hier aber noch richtig viel Struktur im Himmel. Super. Das geht dann hier so weiter, ne, weil das nämlich genau das gleiche Bild ist. Und hier ebenfalls, ja, hier echt super hell hier schon. Und trotzdem kann man es noch gut erkennen. Gefällt mir sehr gut. Auch die Farbwiedergabe sieht gut aus. Lowlight Performance, das ist jetzt hier ein sich ankündigender Sonnenuntergang. Obwohl, man kann, glaube ich, bereits sagen, dass es sich hier um einen Sonnenuntergang handelt. Aber passt auf, es geht noch sonnenuntergangmäßiger. Gut, hier habe ich mich ganz kurz ablenken lassen. ADS for the Wind, kurz das Gefäß fotografiert. Aber jetzt wieder Untergang. Und noch weiter. Noch weiter. Ich glaube, das war's. Nein, nochmal. Ja. Wunderbar, das bin wieder ich. Also zieht euch das mal rein, wie geil das hier aussieht. Und da war schon nur noch wenig Restlicht übrig gewesen, aber trotzdem rauscht das Bild
Ein bisschen. Aber jetzt nicht so sehr, wie man das in dem Preisbereich erwartet hätte, ja. Das Bild ist immer noch mega scharf, die Silhouette hier von den Gebäuden, kann man super geil erklären. Die Farbwiedergabe, hier das Rest Blau und das Rest Gold, super geil. Also, wie erwähnt, das ist die große Stärke von Xiaomi im Low-Budget-Bereich. Ja, man bekommt auch noch Geräte in dem Preisbereich mit einem besseren Speicherausbau oder mit einer höheren Display-Auflösung, aber bestimmt nicht mit einer besseren Kamera. Ja, Frontkamera, wie gesagt, mit einer guten Bedienung macht hier auch Top-Fotos. Gefällt mir sehr schön. Jetzt, wo ich das zweite Mal über die Bildqualität geschwärmt habe, blende ich euch die ganzen Fotos und auch das eine Video ein. Da könnt ihr euch nochmal ein Bild von den Bildern machen. Wortwitz for the win, den habe ich vorhin nicht gehabt. Habt ihr also nochmal davon profitiert, dass ich das Ganze neu drehen musste. Danach machen wir mit dem Gaming-Test weiter. So, ich hoffe, ihr habt die eingeblendeten Bilder genossen, denn jetzt kommen wir zum Gaming-Test. Ich bin volles Produkt im Wasser gelandet, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber egal, wir testen wie immer PUBG und wie immer habe ich die Grafik eingestellt. Das heißt, nee, nicht wie immer. In diesem Falle wurden die Grafikeinstellungen automatisch auf niedrig eingestellt. Aber ich denke mal, das war zu erwarten, bei einem Gerät, was ab 80 Euro zu haben ist. Und auch hier hat sich dann das Game Center am Anfang eingeschaltet, hat erkannt, dass hier ein Spiel gestartet wurde und hat auch die Benachrichtigung, also je nach Voreinstellungen, was man ja dann im Einstellungsmenü alles vordefinieren kann, hat die Benachrichtigungen abgeändert, dass sie so als transparenter Text eingeblendet werden, hat natürlich eine Speicher aufgeräumt und solche Einheiten, was man so alles so eingestellt haben möchte, wenn man ein Spiel startet. Auch das ist jetzt hier, das ist ein Teil von MIUI in dem zufolge auch hier bei dem Redmi 7a dabei und hier macht es auch tatsächlich Sinn, so einige Optimierungen davor einzustellen. Und wäre schön, wenn hier ein Ballermann dabei gewesen wäre. Ist aber keiner. Mal schauen, ob oben einer ist. Und die Lautstärke mal auf volles Produkt. Ja, das war ja klar. Wunderbar. Aber ich habe glücklicherweise was gefunden, um ein bisschen Spaß zu haben. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo der war. Ach, da ist er ja. Sind da wohl keine Lust? Okay, also entweder war es ein Bot gewesen oder der dachte, ich habe keine Lust zu spielen. Also ich muss zugeben, das läuft echt besser als ich dachte. Also es gibt eigentlich keine Lags. Mikroruckler hat man auf jeden Fall, so also Mikro-Lags, aber im Großen und Ganzen läuft echt flüssig. Im Hintergrund wird schon richtig sich gegenseitig beharkt. Ah ja, und da ist noch einer. Ich habe ihn noch gehört. Ah, da ist er ja. Ups. Und das war's. Oh, ich höre es doch. Ah, da ist noch einer. Da sitzt doch einer. Jetzt dürfte er mich nicht mehr sehen. Das Display ist jetzt natürlich nicht so edel groß. Hey, da sieht man sich durch den Busch durch. Naja, schön. Ich denke mal, das reicht. Also klar, es ist jetzt kein grafischer Genuss unbedingt, aber das Wichtigste ist ja, gerade bei solchen Games, dass die flüssig laufen. Meine Eingaben sind sehr direkt. Das funktioniert ganz wunderbar und wie gerade schon erwähnt, so Lags hat man eigentlich gar nicht, wenn höchstens mal Mikroruckler, aber auch die sind eine echte Seltenheit. Ist schon eine kleine Überraschung, dass in dem Preisbereich so ein Spiel hier echt richtig gut läuft. Und aber wie erwähnt, das Display ist jetzt natürlich nicht so groß. Das macht auf den K9 natürlich schon wesentlich mehr Spaß, ja. Aber egal, jetzt wischen wir mal die Onscreen-Tasten ein und nochmal tippen. Okay, wechseln mal auf den Desktop. Oh ja, da haben wir schon deutliche Verzögerung hier im Multitasking, aber das ist zu verzeihen in dem Preisbereich. Wir wechseln mal zurück.
Oh ja. Oh ja, startet's neu. RAM-Management for the win. Ja klar, wir haben bloß 2 GB und da muss das System halt zusehen, dass es solche großen Apps nicht im Speicher hält. Und wir gehen mal wieder zurück. Also wisst ihr schon mal Bescheid, das wurde jetzt hier beendet. So machen wir noch einen kleinen WLAN-Test hier, nur um 2,4 GHz Netzwerk, weil 5 ja nicht unterstützt wird. Der Router steht wie immer weiter weg. 50 Megabit macht meine Leitung maximal Download und 5 maximal im Upload. Davon kommen hier 32 noch an. Von 50, 3 Wände sind an Dämpfung dazwischen. Das ist der Wert, ist ganz okay. Wir haben auch gerade damit ja gezockt, habt ihr gemerkt, das war auch problemlos möglich. Ihr könnt auch YouTube schauen, können wir auch gleich mal anmachen. Zum Beispiel das Video von Realme X. Oh Gott. Wenn es angeht, hier Screenshot. Den habe ich nicht fotografiert, den habe ich gescreenshottet. Wo sind meine anderen Fotos? Ja, da sind sie ja auch schon. Ganz normale Fotos hier. Ach, schön. Also habt ihr das gehört, der Lautsprecher, der ist in dem Preisbereich, das ist natürlich ein Einzelner, wenn ich den abdämpfe, dann passiert gar nichts, und wenn ich den abdecke, passiert gar nichts mehr. Und von der Qualität her echt in dem Preisbereich bin ich voll zufrieden. Reicht, damit man YouTube-Videos schauen kann, reicht, damit man sich ein bisschen japanische, komische Gruselmusik von irgendwelchen Frauen gesungen, was irgendwie so ein creepy klang. Oder YouTube-Videos. Schön, geh mal auf, ja, 720p hoch. Mehr ist ja nicht drin, weil ja das Display, ist ja ein HD-Plus-Display. In demzufolge 16:9 formatige Videos können dann nur auf HD wiedergegeben werden. Können wir natürlich noch reinzoomen. Das ging über meinen Videos beispielsweise auch voll klar. Qualität, seht ihr ja, das ist ganz vernünftig. Farbwiedergabe und sowas. Also hier Videos drauf anzuschauen, das ist auch ganz wunderbar. Ne? Läuft alles flüssig, läuft alles vernünftig. Tonwiedergabe, wie gesagt, ist auch okay. Ansonsten noch ein paar allgemeine Sachen. Ich habe mit dem Gerät natürlich auch telefoniert. Die Lautstärke der Hörmuschel ist ganz okay. Die Qualität des Mikrofons ebenfalls. Das heißt, mein Gegenüber hat mich ganz gut verstanden. Hatte ich nie Beschwerden irgendwie erhalten. Auch die Empfangsstärke ist okay. Also im okay-Bereich. So 2-, 3+. Mobile Daten unterwegs war auch kein Problem gewesen. Heutzutage wird ja der Zugangspunkt direkt automatisch eingestellt. Dann konfiguriere ich gar nichts mehr. Im besten Falle müsste man noch die Daten aktivieren. Auch selbst das war hier schon der Fall gewesen. Ich sagte ja auch hier Karte rein und dann ist eigentlich der Rest dann schon gegessen. Der Lutscher gelutscht. Ich glaube, die Lutscher-Analogie, die versinnbildlicht das Ganze eigentlich am besten. Ja, was jetzt noch den allgemeinen Umgang angeht, war ich damit ganz zufrieden. War ja, wie gesagt, einige Tage mein Daily Driver gewesen. Der Digitizer im Übrigen, der ist auch ganz fantastisch. Ihr könnt also eure Nachrichten so schnell, wie ihr nur könnt, in die Tastatur hacken. Der Digitizer kommt hinterher, das System selber auch. Meine allgemeinen Alltagserfahrungen waren auf jeden Fall positiv. Ich habe gerne mit telefoniert oder gewhatsappt oder im Internet gesurft, meine E-Mails abgerufen. Das sind meine beiden Clients, die ich immer so verwende. Oder halt nochmal im Web gesurft. Das macht man in der Regel nicht nur einmal. Alles wunderbar. Es ist schön kompakt. Es ist auch schön leicht. Das kann man natürlich gut finden oder nicht. Das kommt mal drauf an, was für ein Telefon, also welche Größe man genau sucht. Ich habe da ja immer logischerweise, bin ich darauf angewiesen, das zu verwenden, was ich gerade teste. Ich war sehr zufrieden gewesen mit dem Gerät. Könnte ich mir sogar als Daily echt auch vorstellen, auch wenn es eigentlich ein Low-Budget-Gerät ist. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich ganz wunderbar, definitiv. Man findet gewisse Aspekte auch bei anderen Herstellern besser. Zum Beispiel Speicherausbau bekommt man besser. Wie gesagt, man bekommt durchaus auch ein Full-HD-Display. Das ist alles nicht das Problem, aber die Stärken sind hier definitiv die Kamera und auch die Akkulaufzeit. 15 Stunden ist der Hammer. Und die Bilder sind auch einfach mal für 80, 90 Euro auch einfach mal der Hammer. Weiß nicht, da könnt man ja gerne drüber diskutieren in den Kommentaren. Ihr könnt ja eure Meinung da diesbezüglich und mal da lassen auch, dass andere Benutzer, andere potenzielle Xiaomi-Interessenten sich da auch noch die Meinung von den Nicht-Moschussen reinziehen können. Vielleicht hat ja auch einer das 7er, davon abgesehen, oder das 7er zumindest. Ich finde es auf jeden Fall der Hammer. Hier im Low-Budget-Bereich von Xiaomi eine sehr, sehr solide Angelegenheit, gerade dann, wenn man nicht so genau weiß, worauf man Wert legen soll. Performance-technisch hat der Snapdragon mich absolut überzeugt. In Bezug auf MIUI habt ihr immer eine Top-Update-Unterstützung, das ist ja inzwischen bekannt, auch in Bezug auf Sicherheits-Updates. Das ist im Übrigen auch so der dritte Punkt, Kamera, Akku und auch die Update-Unterstützung. Bekommt man den Preisbereich kaum besser. Ja, natürlich muss man sich immer Schwächen und Stärken in den Preisbereich einstellen, das ist klar. Hoffentlich kennt ihr die nun und seid aufgeklärt. Wenn ja, dann gebt mir ein Like. Wenn nicht, dann gebt den Katzen ein Like. Die andere Katze ist unter dem Telefon und muss jetzt als Telefonständer herhalten. Kommt auf moschus.de. Noch könnt ihr an meinem Gewinnspiel teilnehmen. 3 Xiaomi Mi Bänder. 4 verlose ich da gerade. Gibt es eine direkte Verlinkung unten in der Videobeschreibung. Da gibt es auch die Verlinkung zu dem Xiaomi Redmi 7a. Oder nur Redmi. Ich kann mir das nicht abgewöhnen, das Xiaomi Redmi zu nennen. War immer jahrelang so gewesen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Jedenfalls Kauflinks unten in der Videobeschreibung, mein Gewinnspiel unten in der Videobeschreibung, Instagram-Profil, Zweitkanal auch, alles unten in der Videobeschreibung. Genauso auch die Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Kommt auf moschus.de, da veröffentliche ich dann auch einen verschriftlichten Artikel zu dem Redmi. Zu diesem Video hier, das schreibe nicht ich, das schreibt der gute Daniel, hat auch einen sehr guten Schreibstil. Lest's euch durch. Ihr könnt aber auch, das ist dann wiederum von mir, Artikel durchlesen, wo ich dann irgendwelche Produkte einfach nur empfehle.
weil es gerade Gutscheine gibt, weil sie im Abverkauf sind oder im Flash Sale oder weil irgendein Online-Shop da wieder irgendeine Aktion startet. Da halte ich euch immer so gut ich es kann euch auf dem Laufenden. Außerdem findet ihr auch da den indirekten Zugang zu meinen Gewinnspielen. Nämlich rechts oben ist das Forum, da könnt ihr euch miteinander unterhalten oder ihr könnt eben da an meinen Gewinnspielen teilnehmen. Müsst euch im Forum anmelden und dann einfach in das Unterforum Giveaways wechseln und da in das derzeit aktive Gewinnspiel, da könnt ihr einfach reinschreiben, dass ich dabei bin. Also nicht ich, sondern ihr als ich. Und schon seid ihr dabei. Es wird ausgelost, veröffentlicht und ihr bekommt das, was ihr halt gewonnen habt, von mir zugeschickt. Super. Okay, ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen. Bis dahin. Ciao.